Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Die grünen Märchen, die Ulrike Herrmann mittlerweile in den Talkshows und in den Debatten führt, werden einfach von keinem so wirklich hinterfragt. Doch jetzt hat endlich mal ein Professor hier ein paar Widerworte gebracht und siehe da, sofort einige Aussagen von Ulrike Herrmann zerlegt. Ich werde mir jetzt mal ein Video und eine aktuelle Debatte von Ulrike Herrmann anschauen und euch dann zeigen, wie sehr sie hier mit Halbwahrheiten und teilweise einfach kompletten Nonsens argumentiert. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich meine, es ist ja schon interessant, ja? Diese Ulrike Herrmann, die ja eigentlich aktuell so in allen Talkshows und Debatten überall und immer wieder auftaucht, als Expertin, als Wirtschaftsjournalistin und so weiter, ist ja eigentlich eine Grüne, obwohl sie ihre Mitgliedschaft ja aktuell ruhen lässt, die mit unfassbaren, ja, Kriegswirtschaftsszenarien und Degrowth-Fantasien daherkommt. Hier nochmal ein Ausschnitt aus einem Vortrag, den sie gehalten hat. Das Schlimmste in der Klimakrise zu verhindern, müssen wir eigentlich sofort raus aus dem Wachstum, rein ins grüne Schrumpfen. Dazu braucht man eine Kriegswirtschaft mit Rationierung und staatlicher Planung. Alter! Nach dem Motto, wenn das sowieso klar ist, dass durch die Klimakrise irgendwann eine Kriegswirtschaft kommt, dann wäre es ja schlau, sie jetzt schon einzusetzen, damit man geordnet, friedlich, ohne Chaos und vor allen Dingen rechtzeitig noch aus dem Kapitalismus und aus dem wirklich schädlichen Wachstum aussteigen kann. Schädlichen Wachstum aussteigen. Was hier so unfassbar menschenunwürdig ist, was sie sagt und was leider auch immer nie so wirklich öffentlich in keinster Weise mal widersprochen wird, ist, dass wenn man das umsetzen würde, man eine stalinistische Wirtschaftsform hier hätte. Ja? Es ist nämlich komplett gegen die Menschenwürde, einfach einem Unternehmer oder einfach ganz normalen Menschen zu verbieten, ein freies Unternehmen zu gründen und verflucht nochmal zu produzieren und herzustellen, was sie wollen und was der Markt nachfragt. Sich hier hinzustellen, reinzugrätschen, zu sagen, der Staat hat das alles zu planen und zu rationieren, ist nicht nur komplett gegen die Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit, sondern auch komplett gegen die Menschenwürde, weil es nämlich den Menschen nicht mehr erlaubt, frei zu wirtschaften und zu handeln. Und ich kann es einfach nicht mehr ausstehen, dass das immer unhinterfragt und unwiderlegt einfach im Raum stehen gelassen wird und das Ulrike Herrmann hier aus diesen ganzen Degrowth- und Anti-Wachstumsfantasien mittlerweile ein komplett eigenes Wachstumsbusiness aufgebaut hat, ja, samt Bestsellerbüchern, samt Vorträgen und so weiter hier, ne, schön 29,70 kannst du zahlen für einen Vortrag bei ihr. Das heißt, sie selbst hat für sich anscheinend nicht so wirklich etwas gegen Wachstum und so, wenn es um den eigenen Geldbeutel geht, ja. Aber jetzt kommen wir mal ans Eingemachte und um die tatsächlichen Inhalte, die hier nämlich in dieser Phoenix-Runde hier diskutiert wurden. Und hier hat sie nämlich einfach wieder auch komplette Märchen erzählt, wo ich mir denke, wow, die hat wahrscheinlich direkt bei Marcel Fratscher im Unterricht aufgepasst, alles mitgeschrieben und dabei gelernt, die Realität möglichst immer genau ins Gegenteil umzukehren. Hören wir einfach mal rein. Portiert haben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Deutschland auf den Weltmärkten nicht erfolgreich wäre. Wie gesagt, wir exportieren wirklich viel. Das Zweite ist, sollte man vielleicht auch mal erwähnen, die Energiepreise waren hoch, aber die sinken gerade. Auch die Inflationsrate in Deutschland lag im Januar noch bei 2,9%. Sicher, also Bürokratie würde ich auch so sehen, kann ein Problem sein. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die ganz unteren Lohngruppen nicht mitziehen. Also wir hatten eine hohe Inflation durch die Gaspreise, durch den Ukraine-Krieg. Dafür konnte niemand was. Und der Mindestlohn ist aber von 12 Euro nur auf 12,41 Euro gestiegen. Das heißt, das waren irgendwie so 3,4%. Die Inflation war aber in der Zeit kumuliert über die Jahre 13%. Und das merkt man dann sofort, wenn die unteren Lohngruppen keine Nachfrage entfalten können, dann kann auch die Wirtschaft nicht wachsen. Alter, so, das, also ich...
Ich muss jetzt mal kurz stoppen, weil es ist wirklich unfassbar. Man kann diese ganzen Aussagen ja einfach so reihenweise widerlegen. Fangen wir erstmal mit diesem Inflationsmärchen an, ja? Und immer dieser ständigen, permanenten Ausrede aktuell. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, die Energiepreiskrise, völlig unverschuldet. Keiner konnte was dafür. Das war ja der russische böse Angriffskrieg und so weiter. Jetzt schauen wir doch mal, wann genau kam denn der Angriffskrieg, ne? Und wann genau kam denn dann die Energiekrise? Das ging 2022 los. So, und jetzt brauchen wir einfach nur in die Inflationsdaten von 2021 mal zu schauen. Und was sehen wir da? Aha, bereits 2021 ist die Inflation um 3,1% gestiegen gegenüber dem Vorjahr und erreichte im Dezember 2021, also vor dem Einmarsch der Ukraine, vor dem Energiepreisschock und so weiter, bereits eine Rate von 5,3%. Das sind einfach die Daten, die Ulrike Herrmann hier völlig ausklammert. So, und jetzt das nächste Ding mit dem Mindestlohn. Da wird sie gleich der Professor sowieso schon nochmal hier widerlegen. Aber da muss man da auch mal ganz grundsätzlich anfangen. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Bäckerbetrieb. Ja, ich habe jetzt auch gestern hier in Nürnberg beispielsweise beim Bäcker schönes, gutes, deutsches Brot gekauft. Ne? Gibt einfach nichts Besseres auf der Welt als deutsches Brot. Ist einfach so. So, und jetzt überlegt mal. Wenn jetzt ein Bäcker beispielsweise mehr Mindestlohn zahlen muss. Nehmen wir mal an, ich glaube, der Mindestlohn ist aktuell bei 12,41 € oder irgendwie so. Und jetzt nehmen wir mal einfach an, nur damit es für die Rechnung her einfacher wird, der Mindestlohn würde auf 15 Euro steigen. So, wow, super, sagt Ulrike Herrmann. Als ob jetzt das Geld quasi vom Himmel regnet und die unteren Lohngruppen sehr viel mehr zur Verfügung haben, ja, und dann die Wirtschaft so richtig angekurbelt werden kann. Was Ulrike Herrmann hier aber vergisst zu sagen, ist, na, dass dieser Mindestlohn, der gezahlt wird, ja irgendwo herkommen muss. Und zwar aus den Taschen der Arbeitgeber. Wenn jetzt dieser Bäcker also dem Angestellten 2,5 € mehr Mindestlohn zahlt, dann wandert einfach nur das Geld aus der Tasche des Bäckers in die Tasche des Angestellten. Und die 2,50 € mehr Nachfrage, die jetzt der Angestellte erzeugen kann, sind exakt genau die 2,50 € Nachfrage weniger, die nun der Bäcker selbst erzeugen kann in der Wirtschaft. Und jetzt soll mir mal einer erklären, wie es die Wirtschaft ankurbelt, wenn ich dem einen 2,50 € aus der Tasche rausnehme, die er dann nicht mehr zur Verfügung hat, und dem anderen diese 2,50 € gebe. Das geht nämlich nicht. Aber man sieht hier halt eben, dass die fundamentalen Grundprinzipien der Wirtschaft scheinbar in der Öffentlichkeit hier überhaupt gar nicht mehr vorhanden sind. Weil selbst dort in dieser Phoenix-Runde wird dem einfach gar nicht hier widersprochen. Aber jetzt geht's weiter. Haltet euch fest, ne? Weil jetzt geht's gleich um die Schulden und um einen weiteren richtig interessanten Ansatz von Ulrike Herrmann. Nämlich, dass es nur eine Möglichkeit gäbe, überhaupt Investitionen zu ermöglichen. Na, da bin ich mal richtig gespannt als Investor und Unternehmer, welche Möglichkeit das ist. Dann kommt man gerade mal über die Runden. Und wenn man jetzt da sparen würde, also wie gesagt, ich sehe überhaupt gar keine Möglichkeit dazu sparen, weil die Renten schon niedrig sind, die sind ja nicht hoch, wäre es wieder so, dass die Nachfrage fehlen würde. Und dann würde auch wieder die Wirtschaft einbrechen. Also das ist nicht gut. Nicht würde, die Wirtschaft ist schon eingebrochen. Bei den Einkommen der Massen zu sparen, wenn man gleichzeitig an diesen Massen irgendwas verkaufen will. Ja, und jetzt noch eine Sache, und dann können Sie widersprechen. Aus meiner Sicht ist es pure Logik, und das ist auch wichtig zu wissen, dass man Investitionen eigentlich nur durch Kredite finanzieren kann. Wenn Sie jetzt gegen Schulden sind, dann sind Sie dagegen, Wachstum zu haben. Wie kann der Unternehmer da einfach so kopfnicken und ihr zustimmen? Bei diesem kompletten Schwachsinn, den sie da gerade verbreitet hat, und das begründet sie auch noch mit Logik, Investitionen kann man also nur über Schulden finanzieren, ja? Nicht etwa auch durch Eigenkapital, nicht etwa auch durch die Reinvestition von Gewinnen. Nein, Wachstum kann nur mit Schulden geschehen, generell. Also hier nimmt einfach Ulrike Herrmann aus den unterschiedlichsten Finanzierungsmöglichkeiten, die es gibt,
eben einfach sich eine raus und behauptet, das wäre die einzige. Also woher kommt eigentlich dieser Drang, ständig neue Schulden zu machen? Und wisst ihr, klar kann man dem Staat und die Investitionen des Staates und den Haushalt des Staates nicht eins zu eins mit Unternehmen gleichsetzen. Schlussendlich sind Investitionen aber fern jetzt dem ganzen Geldthema fundamental wirtschaftlich gesehen immer nur eine Allokation von Ressourcen. Und jede Allokation, die ich vornehme, also jede Arbeitszeit beispielsweise, jeden Produktionsfaktor, alles, was ich benutze, an einer Stelle kann ich gleichzeitig nicht an einer anderen Stelle verwenden. So, und es ist das permanente Lied all jener Menschen, die nicht wirtschaften können, ja, denn Wirtschaft ist in Wahrheit ein Verb, es ist ein Tu-Wort, ja. Alle Menschen und Unternehmen, die nicht wirtschaften können, sind immer die, die komischerweise sagen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen irgendwie mehr Schulden, wir müssen mehr Kapital aufnehmen, wir müssen uns neu refinanzieren und bla 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 bla. Lernt doch einfach mal zu wirtschaften, ja. Das ist der Punkt, der hier einfach gemacht werden soll. Aber sie behauptet einfach so, nö, eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit, wir müssen mehr Schulden machen. Ja? So, und jetzt kommt hier bei Minute 10,55 endlich mal einer, nämlich der Herr hier, ein Professor, der einfach endlich mal hier ein paar klare Worte dagegen setzt. Ja, wie viel irreführenden Behauptungen Frau Herrmann gerade schon über die Wirtschaft aufgestellt hat. Also das will ich schon so sieht's nämlich aus. Also wir fangen an mit Punkt 1, der Mindestlohn wäre nicht gestiegen, haben wir glatt vergessen, dass der Mindestlohn vorab über 20% erhöht wurde. Also vorab hat der Mindestlohn deutlich mehr als den nachfolgenden Kaufkraftverlust gewonnen. Ja? Also das war. Ich frage mich auch, wenn das so toll wäre, wenn man einfach nur den Mindestlohn immer erhöhen könnte, warum erhöht man ihn nicht einfach um 100%? Dann hat man noch mehr viel Nachfrage und so weiter erzeugt. Einfach jetzt irreführend. Ist, man nur über staatliche Kredite investieren könnte. Das ist auch Bullshit. Also erstmal sollte man schon wissen, dass wir aktuell die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts, die Hälfte der Wirtschaftsleistung vom Staat verausgabt wird. Entweder über Direktausgaben für Personal und für Sachausgaben oder in Transferleistungen, wie zum Beispiel die Rente oder die Umverteilung. Das heißt, wo wäre es denn genug? 75%, 80%? Also sehr gut, sehr gut. Es ist deutlich gestiegen zuvor 2019. Tja, da fällt dir nichts mehr ein. Das kann nicht die Lösung sein. Und es ist auch eigentlich unbestritten, dass die Probleme, die wir jetzt haben, auf der Angebotsseite liegen und nicht an mangelnder Nachfrage, die wir durch höhere Renten jetzt sozusagen erklären können. Also ich hoffe. Aber, Rhabarber, das sieht doch der Professor ganz falsch, wird jetzt Ulrike Herrmann nämlich erwidern. Denn trotz der bald 1 Billion Steuereinnahmen, ja, können wir nicht einfach weniger Ausgaben haben, denn wir haben ja überall so viel Personalkosten, ne? Und das Thema Bürokratie, was sie am Anfang kurz so weggewischt hat, und welche unfassbaren Kosten die diese Bürokratie mittlerweile verschlingt, da geht sie auch gar nicht drauf ein. Ja? Und sie behauptet jetzt allen Ernstes, nee, man könne nicht sparen, man müsse weiter Schulden machen. Dass der Staat ganz viel Geld hätte. Ja, hat er auch. Dass er jetzt irgendwie umschichten und anders dann ausgeben könnte. Das Wachstumschancengesetz, das Sie angesprochen haben, zeigt, wie knapp die Kassen in Wahrheit sind. Also da war ja die Idee von der Koalition, dass man sagt, die Firmen sollen mehr abschreiben können, schneller abschreiben können. Das ist, dann haben die mehr Geld in der Kasse, weil sie weniger Steuern zahlen müssen. Und dann war ein Volumen angedacht von 7 Milliarden. So, das ist jetzt auch spulen wir das kurz mal vor. Das wurde aber dann im Bundesrat, also von den Ländern, runterverhandelt auf 3,2 Milliarden, weil die Länder gesagt haben, völlig zu Recht, wir können auf diese Steuereinnahmen nicht verzichten, denn das hätte auch die Kommunen getroffen. Die Kommunen hätten das auch nicht stemmen können, denn die Schuldenbremse bedeutet ja, dass die Länder und auch die Kommunen sich nicht verschulden dürfen, und zwar gar nicht. Und da sieht man ja schon, dass selbst solche Fragen wie 3 Milliarden sind schon zu viel. Im Staatshaushalt gibt es überhaupt gar keinen Spielraum. Jetzt sagen natürlich viele Leute, wie kann ja nicht sein, da gibt es irgendwie Steuereinnahmen von 900 Milliarden, wieso ist denn da kein Spielraum? Aber es liegt ja nicht nur an den Renten, sondern da, man muss auch Personal bezahlen, Lehrer beispielsweise, dann gibt es einen Tarifvertrag, da steigen die... Ja, dann kommen sozusagen die Ausrede, man hat überall ja so viele Kosten und man könnte die ja nicht einfach reduzieren. So nach dem Motto, wenn man schlecht wirtschaftet und mit Geld falsch umgeht, ja, dann sollte man nicht etwa lernen, mit Geld besser umzugehen, sondern dann sollte man erst noch mehr Schulden machen. Und wisst ihr, das ist genau das Gleiche. Und hier geht es nämlich sehr wohl um einen adäquaten Vergleich, weil Menschen hier hantieren, ja. Und Menschen haben psychologisch gesehen die Tendenz, das, was sie im Kleinen tun, auch im Großen weiterhin zu tun. Das heißt, wenn du jemand, egal ob einem Staat
oder einem Wirtschaftsunternehmen für dasselbe Verhalten, was nichts bringt, weiterhin belohnst und dieses Unternehmen mehr Schulden beispielsweise machen lässt, dann wird es dieses selbe destruktive Verhalten weiter an den Tag legen. Ist immer wieder zu beobachten. Deswegen gibt es ja auch am freien Markt Zinsen normalerweise, ja, auch für Staatsanleihen und so weiter, damit eben Staaten, die beispielsweise nicht gut umgehen können mit Schulden, ja, oder die ein höheres Risiko haben, eben auch höhere Zinsen zahlen müssen, damit es eben immer eine entsprechende Kompensation gibt, damit die Anreize eben intakt bleiben. Und sie stellt sich einfach hin und sagt aber, naja, diese ganzen Transferleistungen und so weiter, die gezahlt werden, hat ja der Professor davor gezeigt, ja, die müssen halt einfach so gezahlt werden. Und wenn die ganze Welt nach Deutschland kommt, ja, und jetzt auch 80% der Ukrainer immer noch nicht arbeiten und so, dann brauchen jetzt auch alle Bürgergeld. Und das ist ja quasi so wie von Gott gegeben, die Ausgaben. Die kann man auf keinen Fall kürzen und so. Ja. Und von diesen Leuten, die immer wieder in diese Talkshows eingeladen werden, ja, schreiben dann wiederum andere ab, die schreiben Bestsellerbücher in Deutschland, sagen, wir brauchen grünes Schrumpfen, wollen unser Alltag, unser unternehmerisches Handeln massiv beschränken und einschränken, ja, weil sie selber nicht mit Geld umgehen können und ihrem eigenen Leben selber noch nicht mal ein Unternehmen geleitet haben oder könnten und dann aber Bücher schreiben und Vorträge halten und selber aus ihrem Degrowth-Strategien noch ein eigenes Growth-Business ableiten wollen. Es ist doch wirklich völlig pemplem, ganz ehrlich.